Willkommen zurück zu State of Decay. Inzwischen ist es Nacht geworden. Unser Charakter hier ist jetzt nach dem Aus- und Einloggen, nachdem ich jetzt hier sowieso eine Aufnahmepause gemacht habe, nicht mehr müde. Und das heißt, wir können mit denen jetzt theoretisch halt weiter rumgucken und nach Ressourcen suchen. Was jetzt derzeit halt auch nach wie vor so ein bisschen so unser Plan ist. Wir müssen ja nach wie vor da in die Tierklinik. Ich würde aber halt tatsächlich gerne auf dem Weg dahin irgendwie von irgendwoher Materialien beschaffen wollen. Die Frage ist halt, woher? Besonders irgendwie eine Nahkampfwaffe oder sowas wäre ja schon mal nicht so verkehrt. Ne, jetzt ist halt nur die Frage, woher nehmen und nicht stehlen. Baustelle. Ja, die Frage ist halt jetzt, woher Zeug kriegen, ne, wenn eh kein Zeug da ist. Ja, ich werde wohl oder übel tatsächlich hier erstmal so das nächste Haus durchsuchen. Unser Inventar ist ja, glaube ich, soweit nicht unbedingt leer. Das ist schlecht. Dann sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen Zeug mal eben schnell abliefern. Bevor ich dann jetzt hier sonst irgendwas mache. Ne, weil erstmal ein fast leeres Inventar wäre schön. Deswegen lege ich mal hier sowas ab. Ne, soll auch ruhig hier die 30 Schuss mitnehmen oder sowas. Das ist okay. Aber den Platz brauche ich. Ne, ich brauche halt den Platz, damit ich dann jetzt, wenn ich jetzt hier auf Tour gehe, möglichst viel mit mir herumschleppen kann. Und ja, da hoffe ich, dass wir nicht so viel Krach machen. Weil hier so viel Krach, wie hier das Haus macht, auf das ich hier schon gerade zulaufe. Da wird das natürlich super. Das Funkgerät könnte ruhig sein. Nein! Oh, das hat leider nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich hier so einen ruhigen Dingens machen, aber es hat nicht so gut funktioniert. So, komm, töte ihn. So, jetzt aber hier irgendwie eine andere Waffe hier erstmal anlegen. Deswegen brauche ich halt jetzt definitiv Nahkampfwaffen. Aber so viele Zombies, wie ich hier drin höre, mag ich gar nicht da drin haben wollen. Hallo? Hallo? Kommt raus. Weiß, ihr seid da. Da sitzen sie doch. Bams. So, dann ist da noch einer. Ah, er kommt direkt von innen, von hinten. Ah, du Penner. Elendiger Dreckspenner. So, warte. Okay, ich glaube, ich hab sie. Ah, es kommt noch einer. Und hinter mir auch. Oh. Okay. War's das? Nein, da ist noch einer. Da sind zwei. Ach, shit. Nicht mein Fuß essen. Ah! Es ist schlecht. Es ist gerade sehr schlecht, wenn halt die Waffe kaputt ist. So, warte. Oh. Oh, shit. Da kommt auch eine Horde. Nein, das wollte ich. Hier ist ein bisschen Stock hier, was ich hier habe, nochmal verwenden. Im Falle eines Falles. Ich wollte erstmal hier sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. Na, ist der nächste. So. Da ist natürlich mal wieder eine Horde unterwegs. Die natürlich nur mein Bestes will. Und da darf ich jetzt natürlich halt nicht so viel Krach machen, während ich jetzt hier alles durchsuche. Nein, mach zu. Mach zu. So. Ich hoffe, die Horde bemerkt mich hier nicht, während ich jetzt hier rumgurke. Ich glaube, die reagieren auch auf die Taschenlampen und sowas. Deswegen mache ich jetzt hier auch kein Licht an. Da draußen guckt sie rum.
Von der wollen wir uns definitiv jetzt nicht erwischen lassen. Wenn das ist, du, dann haben wir echt so ein bisschen verkackt. Nein, das ist die Außentür. Okay. Nein, mach zu. Nein, von der anderen Seite. Na, Alter, lass doch mal die Tür zu. Nicht so. Mensch, der Typ macht ja so. Der macht die Dönikens. Ich bin froh, dass ihr heute mich nicht gehört hat, ganz ehrlich. Ich habe da ähnliches Prozedere schon gehabt und habe mich dann, ne, nicht gefreut. So, die Frage ist halt jetzt, durch was durchsuchen wir, um halt hier jetzt hier an Waffen zu kommen oder sowas? Ich hoffe, wir machen nicht so viel Krach. Boah, ich höre hier natürlich wieder einen Zombie in der Nähe. Nichts gefunden. Ja, kacke. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, was man durchsucht. Wenn man natürlich halt hier einen Kühlschrank durchsucht oder sowas, wenn es halt größtenteils Lebensmittel als irgendwie eine Nahkampfwaffe. Ne? Von daher muss man da echt so ein bisschen gucken, so was durchsucht man. Was will man durchsuchen, um irgendwas zu finden? Aha. Ein Gehstock. Opas Liebling. Er ist auch schon fast hinüber. Medikamentenressource. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die können wir wieder zurückbringen. Und da haben wir Medikamente für unsere Basis. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Das ist eigentlich sogar ziemlich gut. Die Sache ist halt nur die, dass wir hier sehr, sehr wenig jetzt hier drin gefunden haben. Können hier noch was durchsuchen. Draußen ist so ein Zombie, der an die Fenster, an die Tür klopft. Den wir jetzt angelockt haben mit unserem Krach hier. Lebensmittelressource. Das nehmen wir mit. Oh, shit. Die Lebensmittelressource lasse ich erstmal hier drin. Ich gehe auch nochmal gleich hier auf etwas ein. So, erstmal hier weg mit dir. Ihr seht, dass jetzt hier dieses Haus hier, jetzt hier so ein Lebensmittelsymbol oben rechts hat, so ein Messer und Gabel. Wenn wir jetzt hier einen Außenposten errichten, haben wir die Möglichkeit, hier immer wieder Essen zu regenerieren. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ne? Außenposten wird eingerichtet. Sehr schön. Vorräte müssen nach Hause gebracht werden, damit sie verteilt werden können. Ja, bin ich ja dabei. Bin ich ja dabei. Da bin ich dabei. Das ist prima. Und so. Ne, das Übliche. Ja, besonders wenn ihr so viel Krach macht hier. So, liefern wir aber erstmal die Medikamente ab. Das sind noch nicht die Medikamente von der Tierklinik, die wir noch besorgen sollen. Er ist auch noch nicht wirklich müde. Aber wir haben auf jeden Fall wieder eine vernünftige Nahkampfwaffe. Also halbwegs vernünftig. Und den Revolver nehme ich jetzt einfach nur zur weiteren Verteidigung mit. In der Hoffnung, dass es auch noch sinnvoll ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls wollen wir irgendwo nochmal irgendwie was finden. Da wäre ein Fastfood-Restaurant. Hier haben wir halt noch Häuser, die haben wir noch nicht so ganz erkundet. Wo mich aber dann noch interessieren würde, was da ist. Was ist da? Pizza-Service? Okay. Hier wird es nicht direkt gesagt. Und hier ist halt ein Automechaniker. Da könnte tatsächlich halt vernünftige Waffen drin sein. Aber es ist halt wirklich sehr nah am Infektionsherd. Das ist halt so eine Sache. Nichtsdestotrotz fahren wir da hin. Wenn es mir zu brenzlig ist, fahre ich halt einfach wieder zurück. Aber ich könnte mir vorstellen, dass beim Automechaniker sehr, sehr viele Werkzeuge oder sowas sind, die man sehr gut als Nahkampfwaffe verwenden kann, die auch noch sehr robust sind und nicht nach ein paar Schlägen halt hinüber sind. Ne? Ist ja auch immer so eine Sache. Hier ruhig mal ein bisschen langsamer fahren. Weil je langsamer wir fahren, desto weniger Krach machen wir natürlich. Klingt komisch, ist aber so.
Macht sogar sehr viel Sinn eigentlich. So. Dann gehen wir hier mal rein. Komm, mach auf hier. Okay. Mach die Tür zu. Okay. Gehen wir in die Garage. Niemand da? Soll mir rechts sein. Soll mir definitiv rechts sein. Aber was kann ich denn hier mal durchsuchen? Ich höre hier nur Zombies. Hier kann ich nur mal rein. Aha. Einfach mal hier durchsuchen, auch wenn hier ein Infektionsherd in der Nähe ist. Ich habe vor den Dingern so einen Schiss, weil die haben mich voll auseinandergenommen. Das nehmen wir alles mit. Das war leider alles, was wir hier zu untersuchen haben. Leider. Gut. Dann gehen wir mal in das Auto und gehen dann Richtung Tierklinik, wo wir eh hin sollen. Einen neuen Aussichtspunkt haben wir entdeckt. Da können wir auch nochmal bei Zeiten dann hin. Hallo. What did I say? No cars. Hast du gesagt? About time you showed up. Let's get the show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. Yeah, Fans einschlagen. Make less noise. Or hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Just get us inside. Gut. Better safe than sorry. Dann gehen wir mal hier rein, versuchen die Tür aufzumachen und so was. Natürlich abgeschlossen. Weiß aber nicht, ob das jetzt so viel weniger Schaden macht, weniger Geräusche macht. Let's get this done and get the hell out. Try to keep the zombies outside, huh? And who the hell put you in charge? Ja, mal gucken, ob hier überhaupt irgendwas ist. I didn't realize the problem with fish and wildlife. Und wenn die Zombies natürlich hier reinkommen, dann machen sie halt auch jede Menge Krach. Klingt komisch, ist aber so. Wir können auch die Barrikaden hochziehen, also halt Fenster verbarrikadieren, wenn wir unbedingt wollen. Frage ist nur, ob wir das wollen. Ne? Irgendwo hier klopfen sie. Hallo. Bams. Und nochmal Bams. Aua. Lass das. Ist nicht nett. Bams. Los, komm. So. Warte. Da ist noch einer. Ja, es war klar, dass ein zwei Kills kaputt ist. So. Mach zu. Okay, Sammlung vollständig, das ist schön. Ich nehme jetzt hier einmal den Gehstock in die Hand. Und dann durchsuche ich hier selber einfach auch nochmal alles. Vielleicht finde ich selber auch nochmal irgendwas, was ich mitnehmen kann, was uns hilfreich sein kann und so was. Gerade Medizin wäre natürlich immer eine gute Sache. Was haben wir denn da? Modafinil, na, nehmen wir mal. Wird ja nicht schlecht. Hier auch mal. Manchmal frage ich mich, warum halt, ne, einfach mal eine Schublade aufmachen und so viel Krach macht, dass es wirklich halt einen Kilometer weiter zu hören ist. Auch wenn hier viel Hall ist, weil wenig Raum und sowas. Aber trotzdem. So, wir haben, glaube ich, Lebensmittel oder sowas. Kleine Menge Medikamente gefunden, das ist doch okay. So, hier haben wir noch irgendwas. Warte, warte, warte. Medikamenten und noch mehr Medizin. So, und hier könnte man theoretisch auch nochmal einen Außenposten errichten für Medikamentressourcen. Ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, was ich mache, ich habe nach wie vor keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, ich bin immer noch in einer Lernphase. Ne? Oh shit. Oh shit, da ist eine Horde. Warte, da müssen wir... Ich habe überlegt, ob ich mich jetzt hier verbarrikadiere. Aber ganz ehrlich, wir laufen.
Wir laufen davon.